Herzlich willkommen zur nächsten Folge EU4. Mein Name ist Laikor und wir spielen diesmal nicht als Österreich, sondern als das Heilige Römische Reich, das wir jetzt endlich final ausrufen. Nur nochmal zum Mitschreiben, alles Grüne wird unser Staatsgebiet plus Dinge, die nicht grün sind, aber die Nation im Heiligen Römischen Reich halten. Portugal hat Überseeprovinzen, Großbritannien hat Überseeprovinzen. Ja, genau. Bestimmt gibt es noch ein paar andere, aber das sind die zwei, die mir primär einfallen. Auf jeden Fall hauen wir richtig rein. Ich freue mich richtig mega. Also Leute, genießt die letzten 3-4 Sekunden als Österreich, weil Österreich wird es gleich nicht mehr geben. Aber auch Polen, Ungarn, Bulgarien, Smolensk, Novgorod, Finnland, wenn man sich überlegt, was das wie fette Provinzen sind und was das hier auch alles entwicklungstechnisch, Moment, wie viel das ist. Es gibt sehr viele gute Provinzen, die wir reinhauen, die wir gar nicht vorher hatten. Böhmen mit 33 Entwicklung, Paris mit 33, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber das hat 41 oder London mit 44. Und das muss alles auch nicht gecored werden, das ist mega geil. Und bevor wir das machen, will ich noch zwei Dinge erledigen vor Renovatio Imperii. Also erstens, die eine Provinz hier unten, die haben wir uns mal von Frankreich geschnappt, die muss gecored werden. Und eigentlich will ich sie gar nicht haben. Warte mal, können wir sie Frankreich verkaufen? Jawohl. Für 51, für 48 Dukaten bestätigen. Damit geht die Provinz hier an Frankreich. Und ja, weil Frankreich im Heiligen Römischen Reich sich auflöst, geht sie wieder an uns. Wir mussten sie noch nicht coren, auch wenn es nicht teuer war. Die 10, 20 Admin Power wollte ich mir sparen. So, das ist das erste Wichtige, was ich machen wollte. Und das zweite ist, ich wollte auch die Institution fördern. Ich weiß nicht, was mit der Institution sein wird, wenn wir die nächste Folge starten. Kein Plan. Fragt mich nicht. Auf einmal muss ich 5000 bezahlen, weil wir einfach ganz viele neue Dinge haben. Aber eigentlich sind die hier auch alle drin im Heiligen Römischen Reich. Also wir kriegen eigentlich nur Provinzen, wie es ausschaut, die das schon gefördert haben. Aber hier, ich weiß es nicht. Kein Plan, auf jeden Fall, ich fördere das jetzt einfach. 2900, was ist das? Die Aufklärung. Die Aufklärung wird gefördert und läuft. So, damit ist die Aufklärung auch offiziell durch. Und wir haben tatsächlich jetzt zu viel militärische Macht. Ich hau einmal rein. Ich hau zweimal rein. Wir haben jetzt zweimal die militärische Technologie auf Vordermann gebracht. Ich lese gar nicht vor, was es ist, weil der Fokus liegt ja wirklich darauf, dass wir eine Nation werden. Und da sind natürlich auch noch viele andere zusätzliche schöne Sachen. Moment, Uniformitätsakt. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, mir alles angeschaut. Ich habe das gemacht, was ich vorher unbedingt machen wollte. Und jetzt können wir es raushauen. Also, Heiliges Römisches Reich. Einmal zurückspulen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier rüber. Jetzt sehen wir hier links im Bild noch ein sehr, ja, unterschiedliches Europa. Also ganz viele verschiedene Staaten. Und gleich wird das alles eins. Warte, schauen wir uns das mal an. Renovatio Imperii vereint die Einzelstaaten des Kaiserreiches zu einem einzigen Nationalstaat. Sehr geil. Ich freue mich mega. Vereint das Heilige Römische Reich zu einer Nation, ja, doppelt gemoppelt, einmal nochmal in goldener oder in gelber Schrift. Die Einführung von Renovatio Imperii wird eure derzeit vorhandene Reichsautorität komplett zunichte machen. Und ich sag euch noch was, die Reichsautorität wird keine Rolle mehr spielen und dieses Fenster hier wird es auch gar nicht mehr geben. Also, passt auf, ich gehe mal so, wie schön sich das alles hier gleich entwickelt. Ich kann das nicht nach links und rechts verschieben. Das hier wird auch uns gehören, also vielleicht... Ich glaube, so ist gut. Und jetzt können wir einmal so ein bisschen auf Europa achten, aber auch hier unten auf Australien, wie sich das einfärbt. Dann klicken wir einmal drauf. Okay, beansprucht die Krone. Ein wunderschöner Text, den lese ich auch einmal vor. Privilegien widerrufen. Im Jahre des Herrn 1753 versammelte seine Durchlaucht Augustus Albrecht VI. Von Habsburg, der von Gott gekrönte Imperator Romanorum, erneut die Landstände des Heiligen Römischen Reiches um sich. Haben wir schon ein paar Mal vorher gemacht.
Ein paar Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Mal haben wir die schon versammelt. Das Parlament hat einem Antrag zur Vereinigung der unterschiedlichen Staaten des Reiches in einen Nationalstaat und zur Neukrönung des Kaisers als dessen erbrechtlichen Herrscher zugestimmt. Schaut euch das mal an, was hier alles weg ist. Also Gotland, Riga, Danzig, Rostock, Neumark, Magdeburg, Lüneburg, Anhalt, Landshut. Ich glaube, das ist noch mehr, das passt noch nicht alles rein. Nationenwechsel zu Heiliges Römisches Reich. Österreich erhält Wiedergeburt Roms bis zum Ende des Spiels mit folgenden Auswirkungen. Steuereinnahmen plus 5%, Prestige plus 1 jährlich. Machen wir jetzt schon Prestige plus? Jetzt machen wir minus 1,33, dann ist Prestige ein bisschen ausgeglichener. Beansprucht die Krone. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr, das gibt's gar nicht. Es hat gejubelt. Oh, seht ihr, wie sich's ändert? Warte mal, wir sind in Pause. Wie sich jetzt jede Nation hier links einmal langsam umfärbt, ist doch mega geil. Wie die das hier alles so schön langsam und schrittweise machen. Da unten Australien jetzt auch mega gut, mega gut, mega gut. Ach, das ist so ein schönes Gefühl, das glaubt ihr gar nicht. Ja, ja, es kommen neue Nachrichten. Heiliges Römisches Reich heißt das jetzt. Mega nice. Boah, ultra gut. Ist alles drin? Da ist eine Provinz, die ist irgendwie nicht drin. Ah, die ist belagert. Und hier habe ich auch noch eine vergessen. Und hier ein bisschen was. Aber sieht mega aus. Wir schauen uns das gleich an. Neue Traditionen und Ambitionen. Unser Staat geht durch eine Reihe von Änderungen, die sich schnell auf unsere Identität und Ideale auswirken. Wenn wir nicht aktiv dagegen arbeiten, werden sich dadurch die Ambitionen und Traditionen unseres Landes verändern. Erlangt neue Traditionen und Ambitionen. Ich weiß jetzt nicht, ob die vom Heiligen Römischen Reich besser sind. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich glaube, die sind besser. Wofür gibt es denn das? Also das gibt es ja nicht einfach so. Warte mal. Das sind die Missionen auch vom Heiligen Römischen Reich. Okay, warte, machen wir der Reihe nach. Dann ja, bitte, neue Traditionen und Ambitionen. Und zack, ist erledigt. Aufgrund des neuen Regierungsrangs Kaiserreich sind wir eine Kulturunion der deutschen Kultur. Alle deutschen Kulturen werden in unserem Reich akzeptiert. Warte mal, wie sieht denn das aus hier? Kultur, Kultur. Akzeptierte Kulturen. Alles klar. Also das hier wird alles akzeptiert und das hier alles nicht aus. Da sind wir aber kulturell schon... ja, auf Trab. Also es gibt viel Kultur, die nicht akzeptiert wird. Aber ist okay. Wir sind jetzt mit die stärkste Nation, oder? Alles klar. Österreich und Heiliges Römisches Reich existieren gerade parallel. Ich glaube, ich muss einen Monat vergehen lassen. Auf jeden Fall. Okay, deutsche Kultur. So. Mein Kaiser, wahrlich wunderschön. Ihr erbt den Thron von... Was ist das? Was? Nein. Mein Kaiser, euer Charme hat für unser Land wahrlich Wunder bewirkt. Dank euch erbten wir den Thron von Schweden. Manchmal ist Charme oder Schönheit effizienter als Kanonen. Wir erbten Dänemark. Wir erben Finnland. Unglücklicherweise verloren wir den Heiligen Kriegsgrund, okay. Gegen die Polen. Ja, ist ja klar, die gibt es ja auch gar nicht mehr. Alle Ketzer. Reichsbann gegen den Johanniterorden. Johanniterorden. Ah, der Johanniterorden. Den hätten wir auch angreifen können. Das sind ein paar kleine Inseln, also come on. Aber ja, okay. Reichsbann. So, wir erbten Norwegen. So, Ketzerei. Wir erbten Holstein. Vinland. Okay. Wir erben Albanien, Bosnien, Bulgarien. Heiliger Krieg ist doch wieder da gegen den Osmanen. Ich schau mal, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Warte, okay. Kreta, Dalmatien, Montenegro, Ragusa, Walachei, jawohl, richtig ausgesprochen. Großbritannien, Danzig, Mamelukenreich, ja, Kriegsgründe. Krakau, Masowien, Polen, Kurland, Deutscher Orden, Galizien, Kiew, Straßburg, Bretagne, Burgund, ich kann die gar nicht aussprechen, Champagne, Schweiz, Korsika, Frankreich, Kastilien, Alter, leck mich doch, ist das krass.
ist das krass, weil wir das einfach so, so schön groß aufgebaut haben. Wisst ihr, wie ich mein Provence, Toulouse, Berry, Aachen, Ansbach, Augsburg, Baden, Böhmen, Brandenburg, Bremen, Verden, Braunschweig, Frankfurt, ihr glaubt, ihr wisst, wie das abgeht. Das ist hier, ja, also ein richtiger Spam an. Ich könnte hier, glaube ich, den kompletten Bildschirm zukleistern mit diesen Nachrichten. Oh mein Gott, ist das cool, wirklich. Das ist so geil, das gibt's gar nicht. Oh Gott, Nassau, Dortmund, es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf einfach, wie geil ist das denn? Was haben wir hier noch? Ferrara, Genua, was gibt's hier noch? Mantua, Montferrat, Mailand, Neapel. Ich breite das mal alles komplett aus, einfach nur just for fun. Einfach so ein kleiner Genussmoment. So dieser Moment, wenn du das Heilige Römische Reich ausrufst, und du so viele Nachrichten kriegst, dass du gar nicht mehr weißt, dass du Nachrichten kriegst. Boah, wie krass ist das denn? Warte mal. Unendlich viel. Passau. Ja, das sind ja auch ganz viele kleine Nationen, klar. Aber Alter. Ist das pervers? Das ist mega ultra pervers. Hört es auch mal auf? Ja, jetzt hört es auf. Okay, gut. Also Schnelltaste C. Ich drücke einfach mal C. Also merkt euch dieses Bild. So sieht's aus, wenn man das Heilige Römische Reich einmal zusammenführt. Das ist einfach, ja, richtig schön. Also ich habe da wirklich ein richtig schönes Gefühl. Okay, ich drücke einmal C. Ich halte C gedrückt. Damit werden die ganzen Nachrichten einmal weggehauen. Ihr wisst ja Bescheid. Wir sind jetzt richtig geil. Und da lösen sie sich auch alle wieder wunderschön auf. Mega gut. Und wie sehen wir aus? Nur mal so fürs Gefühl. Heiliges Römisches Reich. Ja, mega geil. Mega geil. Wir gehen noch bis hier hoch. Wir müssen jetzt hier noch weiter zu Ende Dings dann. Ist auch wichtig. Portugiesisch-Australien und Kaiserlich-Australien. Okay. Also auf jeden Fall sind wir gut, gut vorangekommen. Jetzt natürlich, Europa gehört uns eigentlich schon fast komplett. Asien haben wir gut reingehauen. In Australien ist der Süden, in Afrika ist der Süden drin. In Nord- und Südamerika sind wir eigentlich auch richtig stark präsent. Und hier unten gehört auch alles uns. Hier, das haben wir auch noch von Großbritannien bekommen. Kaiserlich Molukken, Alter. Was ist da los? Richtig geil. Okay, also. Jetzt muss ich mal ein bisschen was organisatorisch stemmen. Wie ihr seht, haben wir hier einfach richtig viele Truppen. Wie viele Truppen können wir haben? 1385, wir haben 1344. Sollten wir momentan haben können. Ich schau mal, ob ich nicht... Ja, also ein paar Schiffe müssen weg und ein paar Truppen auch. 119 von 120 Festungen sind aktiv. Ich hau jetzt einfach mal viele Festungen raus. Inaktive Festungen kosten eine halbe Dukate pro Monat und wir brauchen hier nicht so viele Festungen. Also ich hau jetzt erstmal Festungen raus und ich glaube, ich lasse mal einen kleinen Tag vergehen. Okay, schon wieder 1000 neue Nachrichten. Drillen, es wird nicht mehr gedrillt. Was haben wir noch mehr? Wird nicht. Oh, es wurde ganz viel gedrillt. Schaut euch mal, wie viel gedrillt wurde. Nationalismuskriegs und Portugiesisch, Australien. Und jemand hat die Koalition gegen uns verlassen. Haben sie gemerkt, oh, die sind ja jetzt groß und stark. Da wollen wir lieber raus. Okay, wir wissen noch nicht. Österreich ist raus mit 0-0. Also Österreich ist weg, Heiliges Römisches Reich. Wir werden wahrscheinlich ganz nach oben gerankt. Ich kann mir jedenfalls nichts anderes vorstellen. So, Portugiesisch, Australien ist jetzt mit dabei. Warte mal. Österreichisch La Plata, beschwichtigen wir kurz den Herrscher. Und Portugiesisch-Australien ist auch richtig krass unterwegs und ich will gar nicht, dass sie Portugiesisch-Australien heißen. Warte mal. Kaiserlich-Australien. Die heißen alle Österreichisch-Kanada und so. Ja, ich nenne sie mal Kaiserlich-Australien. Warte mal. Und hier haben wir einfach nur australisch rein. So, wunderschön. Okay. Ich glaube, das müsste hier auch geändert werden, dass es dann nicht mehr portugiesisch Australien heißt. Ja.
Dann hau ich ein paar Türme weg. Auf jeden Fall safe sicher. Und ein paar, wie es aussieht, Schiffe. Schiffe und Türme, schaut mal. Mit den Schiffen machen wir 150 Dukaten monatlich einfach zusätzlich im Minus. Einfach nur, weil wir zu viele Schiffe haben. Aber brauchen wir nicht mehr so viel. Ich lasse das jetzt. Ich glaube, ich hau viele Türme raus. So viele Türme brauchen wir gar nicht. Hier, warte mal. Die Festung wird voll in Stand gehalten. Ein Dukate 16 monatlich. Und stillgelegt 0,58 monatlich. Und ich weiß jetzt schon, ich bin mir jetzt schon sicher, so viele Türme brauchen wir nicht. Ich hau jetzt ordentlich was raus. Und das mache ich. Ich mache das auch ein bisschen schneller. Das heißt, ich lasse die Zeit einfach ein bisschen schneller laufen. Weil das einfach total mühselig ist. Es ist 120-fache Klickarbeit. Wir haben 120 Tower. Und ich lasse die jetzt einfach. Ich mache die jetzt einfach weg. Und ihr werdet das in zwei- oder dreifacher Geschwindigkeit sehen. Dann ist es auch nicht so langweilig und dann ist auch wieder gut, weil ja, draufklicken, zerstöre Burg, okay. Und draufklicken, zerstöre Burg, okay. Ist ja jetzt nicht so geil. Also, bis gleich. Natürlich seht ihr alles, aber es wird jetzt ein bisschen flotter gehen. Okay, das ging jetzt ein bisschen schneller für euch. Für mich ging das in ganz normaler Geschwindigkeit. Und ich habe jetzt, warte mal, hier noch nicht. Ja, genau. Ich habe jetzt um die 80 Tower kaputt gemacht von 120 oder 90, 100 Tower. Also ich habe 80 bis 100 Tower aufgelöst. Ich habe alle Tower gelassen, die Stufe 4 sind. Oder Stufe 8 oder Stufe 6. Der ist jetzt Stufe 2, da habe ich aus Versehen auf Bauen geklickt. Jetzt baut er sich halt auch auf Stufe 8 hoch. Oder was, was belagert ist. Oder was, was strategisch vielleicht sinnvoll ist zu behalten. Aber alle Tower, die ich jetzt so auf die Schnelle gefunden habe, jetzt da war noch einer, die nicht auf Stufe 4 sind oder höher oder 2 oder nee, Stufe 4, 6 oder 8, der ist zum Beispiel auf 4, der ist auch auf 4, die habe ich dann gelassen. Hier oben, die sind auch auf 8 und 8 habe ich gelassen. In Wien habe ich auch einen 8er Tower gebaut, ist die Hauptstadt, die soll gut, safe, sicher sein. Ansonsten, hier ist auch Stufe 4, hier ist Stufe 8, hier ist Stufe 4, den machen wir auch noch weg. Und ein inaktiver Tower kostet eine halbe Dukate pro Monat. Bei ungefähr 100 Stück, die wir gelöscht haben, sind's, wie heißt es, 50 Dukaten im Monat. Und wenn sie aktiv wären, wären es sogar 100 Dukaten im Monat, die wir jetzt einfach mal, so mir nichts, dir nichts, einfach sparen. Weil die Tower nicht mehr existieren, weil man auch nicht so viele braucht. So in Grenzgebieten vorne, das passt. Das Coole ist ja auch, ich kann jetzt hier von Ming was erobern. Und zwar genau Provinzen mit Tower und dann sind es unsere Tower. Und dann haben wir wieder Tower vorne an der Grenze zu Ming. Also wir brauchen da jetzt nicht zwingend unsere eigenen. Also wir haben, ich sag's mal so, jetzt mit den Towern sehr, sehr viel Geld gespart. Hier ist auch ein Stufe 6er in Riga. Also das habe ich gelassen. Hier oben Zweier noch, den mache ich auch noch weg. Haben wir uns schon mal sehr viel Geld gespart. Also die Tower, die da sind, sind starke Tower oder strategisch günstige Tower. Oder so wie der hier, der wird einfach belagert. Den kann ich jetzt auch gar nicht löschen. Auch wenn es Festung Stufe 2 ist, da in Großbritannien.
Damit sind die Tower eigentlich ready. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich lasse erstmal einen Monat vergehen. Ich lasse mal einen Monat vergehen und dann schaue ich mal, wie sich hier das Geld einpendelt. Minus 912, das ist totale Katastrophe. Das kriegen wir schon hin. Minka liest die Koalition gegen uns. Ja, sehr schön. Das ist, kann ich nur lobpreisen. Das wäre mega geil. So, wir drücken ein Auge. Warte mal. Kano verließ. Okay, die Koalition werden kleiner. Dann der Klerus. Hier, fragwürdige Ausgaben. Unruhe lokal minus 2 erhält 2 Korruption. Nein, ich gönne mir keinen. Sperrt sie ein. Der Klerus verliert Loyalität. Heiliger Krieg gegen alle Ungläubigen, bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr wisst 100 pro, was ich meine. Also, schauen wir einmal nach. Also, wir lassen jetzt erstmal einen Tag vergehen. Das ist jetzt erstmal managementmäßig ein großes. Wir müssen jetzt alle Truppen hier auch irgendwie auf eine Ebene führen. Also, wir haben ja zu viele Truppen. Und die Koalition wird kleiner und kleiner. Oh, warte mal, wir haben auch richtig viel Admin-Power. Warte. Warte, warte, warte. Hier, wir haben Missionen abgeschlossen. Blut und Eisen. Die Fürsten, die sich bisher unserer Herrschaft widersetzt haben, müssen die Herde, in die Herde gebracht werden. Es wird mehr als eine sanfte Überredung einfordern, um Deutschland zu vereinen. Es wird eine Politik der Macht und die Ausübung militärischer Gewalt. Das ist quasi, dass wir uns hier Deutschland gesaved haben. Was bekommen wir? Anspruch auf Provinzen. Okay, in Polen, Italien, das haben wir alles schon, glücklicherweise. Was ist das globale Dominanz? Ist die stärkste, Heiliges Römisches Reich, die stärkste Handelsmacht in Wien. Wien ist der höchstwertigste Umschlagplatz. Ob ich das hinkriege? Was kriegt man dafür? 30 Prestige plus 15 Handelseffizienz. Ja, wäre eigentlich geil. Ich müsste mal schauen, wie das geht. Aber das wird jetzt alles noch ein bisschen dauern. Okay, warte. Wir haben hier ganz viel, was wir durchdrücken können. Moment, wir haben jetzt ein bisschen Admin-Power. Also kornen wir die 2 teuren Sachen. Okay, dann können wir 61% religiöse Einheit, das ist mega. Warte mal, in Bern haue ich mal einen rein. Oh, wir haben 3. Wir haben jetzt 3 Missionare. Wie geil ist das denn? Dann wird das jetzt hier ein bisschen schneller vorangehen und es ist auch ein bisschen mehr. Aber 61 religiöse Einheit ist schon mal gut. 61%, wir waren irgendwie bei 40, im 40er Bereich. Sichert die Niederlande. Haben wir es geschafft? Nein. Warum nicht? Im Besitz? Derzeit 6 Provinzen, Niederlande, lokale Autonomie geringer. Alles klar, lokale Autonomie. Okay, was ist das hier? Absolutismus 20, Invasion in Frankreich. Ja, wir haben Frankreich locker in Invasion reingehauen. Invasion Italiens, was kriegen wir? 300 diplomatische Macht, nehme ich an. Annektiert Polen haben wir auch geschafft. Boah, die Texte, es ist aber zu viel, ich kann die nicht alle lesen. Ach, ich krieg noch mehr Ansprüche. Oder wir kriegen noch mehr Ansprüche. So, Urbanisierung. Was kriegen wir hier? Der Bürgerstand mag uns mehr. Dann erobert die Karpaten. Was? So viel Rekrutenreserve. 552.000. Und das Maximum sind 667.000. Boah, krass. Ich weiß zwar nicht, was die Karpaten sind, aber das ist heftig. Reichsflotte, 25 Marinetradition, Basis in Afrika, Merkantilismus, brennt den Holzwall nieder, Moralflotte, Anspruch auf London, Überseereich, Handelshausinvestitionen, minus 10%. So, wir haben schon ganz schön viel geschafft hier. Okay. Es gibt noch mehr Missionen. Ah, die eine hier, gell? Ja, da warte ich nochmal kurz mit der Rekrutenreserve, wie wir es da am sinnvollsten machen. Wir können uns die Rekrutenreserve reinholen. Warte, ich muss jetzt noch den einen Tag vergehen lassen. So, 1. Oktober. Okay. Ah, Kohleprovinzen sind da. Die Late-Game-Gold-Provinzen sind da. In Westfalen und Ratchebor und Kammerich, Kosovo, Chester. Also die Late-Game-Gold-Provinzen und neue Söldner sind da. Und jemand hat wieder die Koalition gegen uns verlassen. 1. Oktober 1753. So, und wir machen ordentlich Minus. Und dann schauen wir jetzt nochmal, wie viel Militär können wir haben. So, jetzt haben wir auch zu viel Militär. Das ist jetzt mit dem Monatswechsel hier nach unten geschwankt. Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen mit den Schiffen Ruhe zu kriegen. Das mache ich auch. Und Hegemonie, ja. Das mit den Schiffen mache ich auch im Schnelldurchlauf. Das heißt, ich nehme die 3 Schiffe. Okay?
Das sind Fregatten, das sind jetzt gute Schiffe, aber ich nehme sie mal und ich löse die auf. Warum mache ich das? Weil wir nur 259 Schiffe haben dürfen. Wir haben 763 Schiffe. Also ich würde mal, ja, ich würde eigentlich noch einen Monat vergehen lassen und schauen, ob es sich noch ein bisschen besser einpendelt. Vielleicht können wir auch 300 Schiffe haben oder sowas. Aber auf jeden Fall ein paar Schiffe, also 200 Schiffe kann ich jetzt schon mal raushauen. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Ich meine, schaut euch das mal an. Ich habe so viele kleine Flotten. Ihr wisst Bescheid. Also das geht jetzt auch einmal nochmal im Schnelldurchlauf für euch. Und ich mache das langsam und ruhig und gechillt. Okay, ich habe die Schiffe jetzt von irgendwie 500 auf 388 runtergehauen. Ich würde noch einen Monat vergehen lassen und schauen, wie sich das einpendelt. Und jetzt würde ich auch noch, ich habe jetzt viele Schiffe auch hier nach oben gehauen, damit sie jetzt hier ankommen. Und die Schiffe bekommen dann quasi die Aufgaben neu zugeteilt, wo sie quasi den Handel schützen sollen. Es ist schon sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, dass der Handel gescheit geschützt ist. Also das muss dann auch nochmal geklärt werden. Viele haben schon handelsschützende Maßnahmen gehabt. Ich habe ein paar aufgelöst, ein paar, die den Handel schützen sollten, habe ich auch gelassen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind so viele Schiffe. Ich verliere da auch den Überblick. Also wir müssen da alles ein bisschen komprimieren. Also auf jeden Fall eine Sache mache ich noch. Ich werde noch 344 Soldaten raushauen und dann bin ich bei 1000 und ich versuche natürlich jetzt nur Soldaten rauszuhauen, die eben nicht schon gedrillt sind. Also jeder, der schon gedrillt ist, den haue ich nicht raus. Warte mal, eure Einheiten hier, überlegene Einheitentyp, wir haben ja ein bisschen was reingehauen, wie ihr wisst. Diese Folge zweimal militärische Macht nach oben gepusht. Also, dann haue ich noch, warte, in Schnelldurchlauf 1000 Einheiten raus und dann habe ich Burgen, Schiffe und Armeen dezimiert. Dann muss ich nochmal 2-3 Tage vergehen lassen und besser gucken, wie das läuft und auch noch den Handel einstellen und dann auch noch Nationen aussuchen, die wir angreifen und die Truppen müssen dann auch noch ja sinnvoll aufgestellt werden. Also, dass die an verschiedenen guten Punkten angriffsmäßig on top sind. Also, sehr viel. Das ist jetzt nochmal das letzte Mal. Ich lasse das ein bisschen schneller laufen und mache 300 Truppen weg, die nicht gedrillt sind. Also, bis gleich.
Okay, also, ich habe es jetzt geschafft. Es war wirklich sehr, sehr mühselig. Einfach nur dieses Herumgeklicke und Herumgemache. Also, wir sind mit den Schiffen von 500 auf 388 runter. Wir sind auf unter 1000 Einheiten. Wir machen, guck mal, schaut euch das mal an. Wir überschreiten das Truppenlimit und das kostet uns 467 pro Monat. Ist ja auch der Hammer. Also, wir werden schauen, wie das Truppenlimit in einem Monat ist und dann dementsprechend das hinkriegen. Also, ich habe Truppen genommen, die nicht gedrillt waren. Das bedeutet, hier oben war zum Beispiel viel Drill mit dabei. Also, das, auch wenn es so ein bisschen Drill ist, gedrillte Truppen sind besser als ungedrillte. Ihr kennt euch ja aus. So, die können alle mal hier runter. Und dann können wir hier so versuchen, erste starke Armee-Ballungen zu bauen. Dann mache ich eine nur die Nationalisten kaputt machende Armee mit autonomer und automatischer Rebellenunterdrückung. Das ist schon so klar wie noch was, also dass ich das reinhau. Hier waren viele Truppen, die ich hätte auflösen können, aber wir könnten den Mamelucken gleich den Krieg erklären und haben gleich 161 Truppen vor der Haustür. Also das ist eigentlich genauso wie die hier, die können ja alle mal ein bisschen in die Richtung. Das ist eigentlich ganz geil. Dann machen wir eine 100er Truppe, die vielleicht in Europa, und eine 100er, die in Asien, die einfach nur Rebellen platt macht, mehr nicht. Dann haben wir schon 200 Truppen weg und den Rest benutzen wir für Kriege. Der Mameluke hat dann noch irgendwelche Freunde, Sibirien, Tunesien, Korsan, Swahili, ihr wisst Bescheid. Da werden wir natürlich angreifen. Auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen besser... Autsch. Oh nein, die werden kassieren für nichts und wieder. Oh, wie unnötig. Naja, egal. Jetzt ist es eben so. Auf jeden Fall, eine Sache ist safe sicher. Wir werden, die Truppen noch mehr organisieren. Wir werden die Truppen exakt am Truppenlimit haben. Wir werden die Schiffe organisieren, damit sie Handelsrouten beschützen. Und wir werden alle Händler, die wir haben, nicht zum Sammeln, sondern eher zum verschiedenen Sammeln, nur an drei Spots, an den drei bedeutenden. Einmal hier, was ist denn das hier? Der am Ärmelkanal, da gibt es ja nur Zuflüsse. Dann hier unten gibt es auch nur Zuflüsse an den beiden. Hier an den drei wird gesammelt. Beim Rest wird verschoben, knallhart. Wir haben viel Power in der USA und USA, in der USA, Kanada, Mexiko, also in Amerika, um Handelsmacht rüber zu verschiffen. Nur so mal als Idee, handeln. Gibt's schon ordentlich was, wo wir die Oberhand haben, würde ich sagen. Nicht überall, aber schon in mehr als weniger. Okay, gut. Das Heilige Römische Reich wurde ausgerufen. Ich brauche gar nicht zusammenfassen. Das ist richtig gut. Und wir sind am Truppen organisieren, am Tower organisieren, am Schiffe organisieren, am Handel organisieren. Also erstmal, dass ich das organisatorisch alles hinbekomme. Und wenn das dann organisatorisch steht, dann können sich das Mamelukenreich und Ming und was weiß ich, was hier auch alles ist, richtig warm anziehen. Also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hau die Truppen noch weg, warte mal. Ich bedanke mich richtig herzlich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge EU4. Dankeschön, macht's gut, bleibt gesund und ciao.